Okay. Menschen, weil die getanzt haben und es ist ja verboten in Deutschland zu tanzen. So, schön, dass ihr Kerzen mitgebracht habt, das ist richtig toll. Die Sache ist, wenn wir über 50 Menschen sind, dann können wir Fahrbahn benutzen, wenn wir unter 50 Menschen sind, dann müssen wir Gehweg benutzen. Okay, so geht's? Ja. Okay, also es geht jetzt los, wir gehen Richtung Siegersäule. Und während dem Aufzug müssen wir Abstände einhalten, Maske tragen. Und es gibt gleich eine Zwischenkundgebung, eine Denkmal, russische Denkmal. Da werden wir anhalten und ich halte da eine Kundgebung ab. Ja? Nein, lieber nicht.
Hey, Kapitän! Happy! Captain! Captain! Hey, Kapitän! Wir halten hier an. Mal einen schönen Denkmal hier. So, ich habe heute hier Demonstration angemeldet aus einem Grund. Und zwar, ich habe ganz viel Polizeigewalt gesehen, persönlich, letztes Jahr. Und das ist echt der Wahnsinn. Also, ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Polizeigewalt in Deutschland. Und diesen Platz hier hinter mir habe ich extra ausgewählt, weil dieser Platz erinnert und prägt Deutschland. Das erinnert an sehr, sehr böse Zeit. Eine schwarze Zeit. Und ich habe wirklich ganz viel Polizeigewalt erlebt, aber ich muss sagen, es werden immer Menschen rausgenommen aus Protestbewegung, aus Protest als Aufzug, die schwach sind, die älter sind, die nicht so stark sind, zum Beispiel wie ich. Und ich denke, ihr habt auch selber schon einiges gesehen in Videos oder selber erlebt, die Menschen in eurem Alter oder die ein bisschen komponenter sind, wirklich von Polizei gewaltig zu Boden gebracht werden oder abgeführt werden, schikaniert werden. Also ich war im letzten Jahr wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Ich war auf allen großen Demonstrationen hier in Berlin. Ich war auf Frauenbus-Tour, ich war wirklich auf sehr vielen Sachen. Und wie viel ich Polizeigewalt erlebt habe, das ist der Wahnsinn. Auch in Nürnberg, als der ehemalige Hauptkommissar Karl Hills durch Nürnberg gejagt wurde, war ich auch da. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass Polizei, ehemalige Polizisten so schikanieren, so mit polizeilicher Gewalt durchgreifen. Wieso ausgerechnet dieser Platz? Dieser Platz ist geprägt von der Geschichte. Und zwar von der Geschichte, dass wenn man nur folgt dem, was einem gesagt wird, kann das passieren, was passiert ist. Und jetzt seit einem Jahr, wir sind auf dem besten Wege,
wieder dahin. Und ich glaube, den meisten Polizisten hier, das ist wirklich nicht klar. Es ist wirklich nicht klar, dass wir auf dem Weg in Faschismus wirklich mit riesigen Schritten dahin gehen. Das ist der Wahnsinn. Also, ich meine, Polizei hin oder her, aber man hat doch auch ein bisschen eigenes Kopf. Und es gibt, ich habe diese Demonstration angemeldet, die heißt so, Polizeigewalt in Deutschland, Demonstrationspflicht. Es gibt ein richtig schönes Ding. Es gibt wirklich ein richtig tolles Instrument, der extra für solche Situationen entwickelt wurde. Und nicht nur Instrument, wo man sagt, ja, man könnte eventuell machen. Ich habe mich ein bisschen durch die eingelesen in die Sache. Ne? Wenn ein Polizist demonstriert, er darf nicht mal irgendwelche Folgen davon tragen. Nicht mal, also es ist strengst untersagt, dass er irgendwelche Folgen trägt, wenn er demonstriert. Wenn das so ist, frage ich mich, wieso seit einem Jahr kein einziger Polizist demonstriert hat. Keine Eier! So, ich war letzte Wochenende in Hannover. Ich habe es selber nicht gesehen, weil ich ein bisschen weiter weg stand, aber Videos beweisen, da wurde eine Oma von 20 Polizisten weggetragen, verhaftet. Eine Oma, was ist das? Also, ein bisschen Anstand muss man ja haben. Und ich glaube, an dem Tag in Hannover war nicht mal ein bisschen Anstand. Und ich bitte jeden Polizist, der jetzt hier steht, wirklich nachzudenken, was er eigentlich macht, was die seit einem Jahr hier machen. Es kann sein, dass ein oder der andere Polizist nicht unterbrochen hier anwesend war, an jeder Demonstration, aber ich denke, ein oder der andere schon. Auch Alexanderplatz, die Menschen dort schikaniert wurden, jeden Samstag Schikane, was ist das? Also, das ist nicht mehr schämen, das ist, also ich nenne das bei Wort, das ist Faschismus. Wir stehen wieder da, wieso diese Denkmal überhaupt gemacht hier wurde. Weil es schon mal Faschismus gab in Deutschland und ich sage jetzt, wieso Faschismus? Normalerweise pro Jahr sterben an Hunger 130 Millionen Menschen weltweit. Und dieses Jahr durch Lockdown-Maßnahmen wird sich diese Zahl verdoppeln. Das heißt, nicht 130 Millionen weltweit werden sterben an Hunger, sondern 260 Millionen Menschen werden an Hunger sterben. Wo bleibt da die Solidarität? Genau, wo bleibt da die Solidarität? Und vor ein paar Tagen habe ich gehört, Frau Merkel möchte 1,5 Milliarden Euro in die Impfung investieren, damit ja ganze Welt geimpft wird, weil nur das ist der richtige Ausweg. Wie krank ist das denn? Psychopathen! Wenn man schon sagt, ganze Welt muss geimpft werden, bitte Polizisten, denkt ein bisschen nach. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht um die Leute hier, es geht um euch alle. Wie viele Speichellecker seid ihr? Ich euch! Sie läuft mit Sicherheit, aber ich habe morgen eine
Revolution angemeldet. Vielen, vielen Dank. Schon meldet man nicht an. Ja, tatsächlich, man meldet das nicht an. Aber ich wollte ja Vorbild sein und ich habe was angemeldet. Und zwar, ich habe Gebrauch gemacht von Artikel 20 Absatz 4. Und zwar, wenn Unrecht zu Recht wird. Widerstand zur Pflicht. Zur Pflicht. Ich gehe meine Pflichten nach. Ich leiste Widerstand schon seit einem Jahr. Und wie viel ich Polizeigewalt erlebt habe, das ist, also nicht am eigenen Leib. Ich habe gesehen, wie viele Menschen leiden müssten. In Deutschland, das ist der Wahnsinn. Wir reden jetzt nicht über Drittländer, wo Polizei ganz anders sind. Aber erstens, die Revolution für morgen wurde nicht genehmigt. Wir machen sie trotzdem. Und zwar, mir wurde vorgeworfen, dass ich keine Teilnehmerzahl eingegeben habe. Und es war nicht ersichtlich, was ich eigentlich will. Ich sag euch, was ich wollte. Und zwar, ich habe angegeben, das ganze Berlin auf die Straße gehen, spazieren gehen und dass alle Dienstleister und alle Gastronomen öffnen sollen. Es geht nicht. Die ganze Wirtschaft geht kaputt. Es geht, also Deutschland steht jetzt gerade am Abgrund. Also wie lange soll noch Lockdown dauern, wie lange soll es noch so weitergehen, dass alles zu ist. Also ich habe die Tage, war ich in Berlin und auch heute, ich habe gesehen, ich frage mich, ob die Polizei sich selbst nicht komisch vorkommt, wenn die im Bus sitzen und alle ohne Masken und jetzt plötzlich so tun, als ob wir alle Masken tragen müssen. Kommen Sie sich nicht komisch vor? Wen wollen die da verarschen? Faschismus, jeder Faschismus braucht ein Zeichen. So wie es damals das Heben des rechten Arms war, ist heute die Maske. Ich komme zum Punkt. Ich bin meine Pflichten nachgegangen. Ich wehre mich. Ich kämpfe für uns alle. Auch für die Jungs, die hinter mir stehen. Und ich habe, wie gesagt, angemeldet für morgen. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele Menschen morgen bei sehr, sehr gutem Wetter einfach spazieren gehen. Ich hoffe, ihr kriegt das auch raus, die Menschen, dass sie wirklich diese schöne Wetter nutzen können sollen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Gastronomen öffnen können, dass das wirklich ein offener Sonntag sein wird und wir einfach dieses schönes Wetter morgen genießen und das Weitere planen und besprechen können. Das ist das eine, was natürlich verboten ist. So, und das andere ist, ich bin meine Pflichten nachgegangen und jetzt liegt es wirklich an jedem einzelnen Polizist, der jetzt hinter mir steht. Bitte denkt jetzt nach, ihr habt wirklich jetzt die Möglichkeit zu demonstrieren. Wir stehen jetzt da und Polizist, der demonstrieren mag, kann gerne zu uns kommen und ich verspreche euch, der Polizist oder die Polizisten, die jetzt demonstrieren, die werden zu Helden ernannt. Wir warten 5 Minuten haben.
die Kollegen Zeit zu demonstrieren. Wir können auch aufrufen, uns alle nochmal beachten lassen. Habt ihr Lust? Das ist nur super. Also Also alle Polizisten haben jetzt 5 Minuten Zeit, in sich gehen und überlegen, ob sie wirklich Demonstrationspflicht nachgehen oder doch verweigern. Weil Demonstrationspflicht ist dazu gemacht, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Und letztes Jahr ist das nicht der Fall. Durchbrecht die Schweigespirale! Seid Helden! Ich bitte kurz Aufmerksamkeit. Und zwar bis jetzt hat sich kein Polizist gemeldet, der demonstriert. Und ich kann das nicht mehr gedulden. Also ich kann das nicht mehr dulden. Polizeigewalt, Polizeischikane. Ich habe jetzt genug gesehen davon. Und ich ziehe jetzt rote Linie. Und ab jetzt sage ich, ich mache nichts mehr mit Polizei. Tut mir leid, ihr habt verkackt. Und wir lösen hier auf.